Hallo und herzlich willkommen zum Bausimulator 2015 zusammen mit Dennis und Arctic. Hallo. So, dann wollen wir hier mal ein Tool machen. Soll ich einfach mal hier reinschmeißen oder? Meinst du was? Also du solltest erstmal Beton holen, ne? Ja, habe ich jetzt. Ich bin jetzt gerade mit dem Betonmischer auf der Fläche. Okay. Ja, erstmal Beton vollfüllen. Also, geht das, dass du da direkt reinfüllst? Das wäre eigentlich genial, dann brauchen wir die Pumpe gar nicht. Ja, also ich habe mir jetzt gedacht, ich probiere es einfach mal aus, indem ich auf die zu betonierende Fläche drauf war. Ja, mach doch. Ich meine, die Amia-Eisen sind ja scheinbar... Da biegt sich nichts. Außer du drehst die um. Ach, dann dreht sich da auch noch nichts. Also es funktioniert. Ja. Ist halt nicht ganz konventionell, aber es funktioniert. Ach, das wird in echt auch immer so gemacht. Ja. So gut, wenn ich über den Beton drüber fahre, ne? Ja. Also über den frisch gegossenen. Der Beton quasi frisch verdichtet. Ja, ne, Betonflächen müssen verdichtet werden. Beton muss generell gut verdichtet werden. Ja. Weißt du, was da los ist, wenn das nicht richtig verdichtet ist? Ja, ne, da hast du auch keinen Spaß an der Arbeit. Ja. Das sag auch mal. So. Das ist halt wie gesagt eine etwas interessantere Lösung, aber sie funktioniert. So. Boah, wie lange schon nicht mehr Gabelstapler gefahren ist, das ist echt krass. Meinst du, möchtest mal wieder mehr Stapler fahren? Ah, erstmal müssen wir zu Klaus in die Fahrschule. Ja, zum guten alten Staplerfahrer Klaus, wer kennt ihn nicht? Aber irgendwie habe ich ganz so, die ersten Folgen hatte ich immer so ein bisschen im Hinterkopf, der baggert da so spät noch im Baggerloch. Ja. Aber das ist mittlerweile weg, dieser Ohrwurm. Das finde ich ein bisschen schade, das war für mich einfach der Bausimulator. Der alte Bodo mit dem Bagger. Mit dem Bagger und er baggert noch. Ne, eigentlich ja der Andi. Bagger, 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 Baggerloch. Eigentlich ja Andi. Der Andi? Hm. Den kennen wir jetzt sicher auch alle. Der Jan kennt den. Den Weidemann. Bei Nico. Ach, hatte der nicht so einen hochgezüchteten Weidemann? Ja, der hat ganz gut rausgepustet und der hat halt so ein schönes Kratzschild gehabt zum Reinemachen der Straßen, ne? Und vor allem war es leise. Und das Problem ist halt, das ist halt ein Vollgummischild gewesen. Ja. Nur wenn sich da halt was drunter gesetzt hat, hat das halt dazu geneigt, eine Resonanz eben zu gehen, ne? Beziehungsweise erstmal in Vibration, dann hat das dementsprechend Geräusche fabriziert. Und das war schön. Bisschen. Jo. Ja. Also wie gesagt, ich finde jetzt die Technik des Verteilens vom Beton eigentlich schon recht interessant, aber funktioniert. Reicht ein Wagen für dich? Ja, der ist ja schon fast fertig mit der Anzeige. Ich habe gerade mal die Hälfte davon voll. Oh nice. Weil wir müssen mehrere Gießdurchgänge machen. Aha. Ja, ja, wahrscheinlich, weil halt bei jedem Durchgang nur die Hälfte reinkommt. Einzige Problem, was wir halt da so ein bisschen haben... Später wird's aufs Dach gehen, sprich, du musst dann doch den Kram benutzen. Ja, später. So. Weil die erste jetzt Fläche liegen da schon fertig. So ganz große Paletten rum. Die kannst du einfach mal in den Bereich tun mit den großen Kran. Ach, ich soll das machen. Ja, ich bin gerade noch am Verladen. Ja. Außerdem hattest du, glaube ich, auch noch nie den großen Kran. Nee. Ui. Ich weiß ja nicht, vielleicht findest du den ganz so großen. Sexy. Hm? Ganz großen Kran. Ja, halt den ganz großen. Es gibt ja nur zwei. Ja, aber den selbstfahrenden oder den stationären? Ne, der selbstfahrende steht im Moment bei uns am Hof, der stationäre. Der ist ja eigentlich auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob der jetzt unbedingt größer ist. Also in echt wäre er, glaube ich, schon größer. Hier im Spiel ist es was anderes. Ja, der hat halt... dadurch, dass die Hebelwirkung ja entscheidend ist, bei dem ist es halt bei den Hebel eben interessant, in welchen Weiten der eigentlich was heben kann. Ne? Oh. Ja, aber eigentlich nur, weil der Mobilkran ist ja
Das ja. Problem ist halt bei dem, dass der Mäuer, der, soweit ich informiert bin, steht er ja immer sonst irgendwo am Arsch der Welt auf dem Bauplatz und geht quasi meistens sogar über den über die kompletten Arm, ne? Also über den kompletten Ausleger. Ja. Und auf der langen Strecke hat er halt auch nicht mehr so die Ja, wobei Kragler. Der Mobilkran, das ist hier eigentlich gar kein so großer, das ist noch nicht mal ein Vierachser. Also das sind ja, Dreiachser, der, weiß ich nicht, was... Ein Vierachser, was kann denn Dreiachser ist die Zukunft? Ja, aber naja, ganz ehrlich... Die Großen sind ja Fünfachser, ja, ja. Sechsachser, sowas. Ja, die können doch alle nichts tragen, ich meine sogar, es gibt sogar, glaube ich, Achter. Du ja. brauchst einfach ein Dreiachser, das hast du richtig hier, übertrieben hier jeden Dinger, Tag. Die für die richtig großen Räder, hier Windräder, nehmen. Ja, für sowas oder halt in Industriegebieten gibt es sowas ja häufig, ne? Die heben doch gerade, die heben doch nicht mal Wenn die da mal wieder Fahrrad. Irgendwas Großes hinsetzen. Du brauchst einen Dreiachser, der hebt alles, auch auf 100 Meter Entfernung noch. Vor allen Dingen, wie das Ding einfach aussieht, also das geht, glaube ich, locker, weiß ich nicht, 60 Meter raus oder so, auf einen Dreiachser. Ja. Deswegen, da kann der Mobilkran ein, ach, da kann der Baukran einpacken. So, und dann nur noch zwei Paletten, dann haben wir schon wieder einen Anhänger voll. Mensch, Mensch, so viele Steine, wer soll die denn alles verbauen? Dann müssen wir gleich noch eine runde Mischung holen. Sollen wir vielleicht einen Betonmischer kaufen? Ich meine, wir haben 800.000 Euro. Wofür brauchst du noch einen Betonmischer? Dann kann man immer in Wechselschicht fahren. Weil wir haben noch 70% drinne. Ja, aber wir müssen auch noch... Okay, für einen Arbeitsschritt lohnt es sich jetzt eigentlich nicht so richtig. Ja, nicht so ganz, ne. Aber wenn wir demnächst mal wieder so Sachen hier Apartmentbau haben, wo du nur Beton rankarren musst, dann wird es vielleicht mal ganz lohnenswert. Weil das wird unsere Zukunft. Ich sehe ja die Preise dafür. Da kriegst du ja auf einmal für einen Auftrag eine Million. Für so ein bisschen Beton austragen? Im Endeffekt, ja. Halt noch ein bisschen, was weiß ich, Fertigwandfabrik oder sowas. Halt so Spielereien machen. Hey, Randale. Sag mal, kannst du gleich mal den... Randale, kommst du gleich auch mal vorbeigekarrt, weil, eigentlich ganz praktisch, dann kann man halt ein bisschen effizienter arbeiten. Jo, ich habe ja schon alle Arbeitsmaterialien für die nächsten 5 Bauabschnitte im Voraus dabei, so ungefähr. Sprich, dann wird's erst so richtig effizient, wenn der Wagen hier da ist. Aber ich wollte dann gleich am liebsten schon mit der Zugmaschine direkt rüber zur Fertigwandfabrik und dann noch eine Ladung holen. Weil im Moment machen wir ja eigentlich wieder Transportsimulator. Alte Fertigwandfabrik? Ja, da waren wir glaube ich auch noch. Waren wir das schon mal? Ich bin mir nicht sicher. Was baut ihr jetzt gerade für ein Monument? Ein Lagerraum. Ein Monument also. Raum oder also ein richtiges, so ein Ich glaube, es wird eine Halle. Ich vermute es. Apropos Halle, ich muss unbedingt nochmal mit meinem Vater und der Carver zum Landwirt unseres Vertrauens, um da vor seinen Gerätehallen mal ein bisschen zu üben. Ach, meinst du, da lässt es sich ganz gut aushalten? Ja, das ist ganz nett, das ist ein Bekannter von uns und die haben halt im Endeffekt zwei Gerätehallen nebeneinander und dazwischen ist noch so ein bisschen Holzlagerplatz und das Ganze ist halt gepflastert. Ja, du weißt ja, bei mir da beim Bauen, das hatte ich auch ganz gut, also ich habe da heute nochmal natürlich mit Schutzkleidung. Was machst du da eigentlich? Ich? Ja. Heute? Was habe ich heute gemacht? Nee, in der Baustelle. So, an der Baustelle da? Ich habe jetzt gerade den Kran ausgerichtet. Ah, okay. Gerade sah das so aus, was macht der da? Weißt du, das hat den Anschein erweckt, als würdest du in einem fertigen Haus stehen von weiter weg. Das war der Schein einer Willkür. So ungefähr, ja. Davon gehe ich aus. Würden sie sich jetzt vielleicht in den Kran platzieren? Wieso? Also in dem Betonkran-Teil. Ja, gleich. Ich muss ja nur einmal kurz nachschauen, was zu machen ist als nächstes. Haben sie hier Deutschland? Also naja, aber wie gesagt, bei mir da ist ja auch bei den Bauern eigentlich ganz gemütlich, weil der ja noch so ein bisschen bergauf kann und sowas.
Wäre nicht immer ganz praktisch. Zum Einradfahren eh immer ganz nett. Zum Einradfahren, ja. Würden Sie das Kläppchen noch öffnen? Weil in die eine Richtung kannst du halt auf dem Vorrad fahren, noch in die andere Richtung. Mit war das nochmal, ist das richtig? Was ich jetzt gedrückt habe? Ich weiß nicht, mach doch die Info an. Jetzt ist offen. Lol. Ist der Kasten voll? Rein, aber ich sehe nicht, dass es voller wird. Nee? Nö. Okay. Aber der hat anscheinend hat er den schon fertig, weil der zeigt ja schon was an. Also ein bisschen was muss drin sein, ja. Hoffentlich war das genug. Egal. Dann fädeln wir mal ins nächste Ding hier ein. So hier richtig ja, kommt rüber. Ja, lass mal laufen, da kommt noch was dazu. Ich sehe da keinen Beton drin. Ja, scheinbar wohl, ne? Merkwürdig. Nein! Jetzt habe ich hier die Stange. Ja, kenne ich. Das passiert schon mal ganz gut. Stück pendelt hier jetzt aus. Kennt man das? Gute alte Zehner, ne? Zehner Maul vergessen, ne? Ach du, so ein Zehner Schlüssel, der ist schon echt praktisch. Ja, Steckschlüssel. Beste. Zehner Steckschlüssel. Mein Lieblingswerkzeug. Von so viel mit rumgedreht. Ja, also Zehner ist ja auch sehr gängig. Meinst du, der gehört in jede gute Werkstatt? Auf jeden Fall, also Zehner, ja, Torx weiß ich jetzt nicht. 13er. Boah. So. 7-10er. Dennis, wird das bei dir sich irgendwie hier verändern? Müsste ich gucken, Martin. Aber eine Sache, die ich nicht verstanden habe beim... Irgendwie habe ich den Anschein, als ja. Sehe ich da nicht, was da gerade der Fortschritt ist, der da irgendwie passieren soll. Ist ja nicht schlimm, wird ja mehr auf der Anzeige. Ja, aber nachher mache ich was komisch. Ihr müsst mir mal was erklären, und zwar beim 17er Deckel, ne? Also ja. Die Story ist ja bekannt, wo das herkommt. Und jetzt ist meine Frage, warum hat man denn einen 17er Deckel dabei, wenn man einen 17er Deckel bestellen möchte? Ja, auch schon aufgefallen, ja. Ersatz. Also ich meine, ich kaufe mir auch immer zwei Autos, um vor allem, wie kann man so einen 17er Deckel halt quasi verlieren? Ein Ersatzteillager fürs erste zu haben. Also ich verliere häufiger schon mal meinen 17er Deckel. Ja. Täglich. Ich kenne sogar einen, der hat schon mal seinen 17er vergessen. Der hat dann den ganzen Tag in der Einfahrt gesucht. Bei einem Nachbarn war das. Echt? In der... Also der hat irgendwie ein bisschen so geputzt und Reifen gewechselt und war dann irgendwie nochmal am Motor am gucken und dann hat er wohl den 17er abgeschraubt, auf den Motor gelegt, die Motorhaube zugemacht und ist eine Runde gefahren. Gecruised. Und das ist halt quasi dann die ungünstige Variante, könnte man fast sagen. Nur mal Leertaste. Oder war das Kühlflüssigkeit? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er einen Deckel da irgendwie verschlammt. Ah, solange es nicht Bremsflüssigkeit war. Und dann war es irgendwie Samstagnachmittag und keiner hatte mehr auf und er wollte Sonntag irgendwo hin und konnte nicht. Und wahrscheinlich hat er extra Autosauber gemacht, ne? Wenn ich jetzt drüber nachdenke. Hat wahrscheinlich für dieses Event extra den Dingen sauer gemacht, ne? Was weiß ich, weiß nicht mehr genau, ist schon ein paar Jahre her. Aber irgendwie, was weiß ich, Verwandtschaftsbesuch oder was weiß ich. Und da hat er wahrscheinlich extra verloren gemacht. Er hat's verloren gemacht. Ah, der Ausdruck ist echt geil, Dennis. Also, den müssen wir uns merken, glaube ich. Verloren gemacht? Verloren gemacht, ja, absolut geil. Ja, schon richtig minus. Muss man gleich erstmal den Mund auswaschen. Wenn ich hier schon behaupte, dass etwas Minus ist. Alter, ich komme einfach nicht mit dieser Walze diesen Tieflader hoch.
Die hat einfach keine Power. Auf der Hälfte bleibt sie immer stehen. Ja, da fehlt dir ein Snüffelstück. Ein Zehner. Ja. Aber ich würde fast sagen, dass wir es für heute schon wieder sind. Und wir uns schon dann dementsprechend beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss. Tschüsseli.